Halo, guten Abend, dobroveče, dobrodošli u još jednu novu video lekciju. Radili smo u poslednje vreme dosta vokabulara, dosta rečenica za konverzaciju, dosta gramatike, pa smo malo zaboravili na one korisne izraze i fraze koje se koriste svakodnevno, tako da sam evo za danas zapisala za vas 141 red. Dakle, 141 red sa različitim interesantnim izrazima koje definitivno koristite svakodnevno. Neki su lakši, neki su teži. U svakom slučaju, verujte mi, iako vam je nešto lako, to mora da se stalno ponavlja, stalno obnavlja, jer pretpostavljam da to znate, znate šta znači, ali treba da se setite u trenutku da vi to izgovorite, a nećete se setiti ako se niste dovoljno puta susretali sa tim. Tako da ja vam omogućavam da se susrećete stalno svakodnevno sa nemačkim, tako da se nadam da vam i pomožem u tome da što pre progovorite. Krećemo odmah. Dakle, prvo ćemo naučiti kako da nekome kažemo to te se ne tiče, to nije tvoja stvar. Get dich nichts an. Es betrifft dich nicht. Nicht deine Angelegenheit. Get dich nichts an. Es betrifft dich nicht. Nicht deine Angelegenheit. Dakle, ne tičete se get dich nichts an oder es betrifft dich nicht i nicht deine Angelegenheit. U prevodu to nije tvoja stvar. It's none of your business. Na engleskom, nicht deine Angelegenheit. Na nemačkom, ne tičete se na našem. Nije tvoja stvar. Ein Unglück kommt selten allein. Ein Unglück kommt selten allein. Dakle, nesreća retko dolazi sama. Jedna, obično je, nažalost, praćena sa još nekom. Dakle, nesrećom. Dakle, ein Unglück kommt selten allein. Selten je retko. Übung macht den Meister. To ste vjerojatno čuli 100 puta, je li tako? Dakle, practice makes perfect. Dakle, vežba nas čini savršenim. Sve što treba da radimo jeste übungen, übungen, übungen machen. Dakle, raditi vežbe. Jer Übung macht den Meister. Übung macht den Meister. Kad vas neko pohvali i kaže, wow, to si baš dobro uradio, vi kažete, pa, Übung macht den Meister. Ich bin niedergeschlagen. Was ist mit dir los? Was ist los? Šta se dešava? Was ist los? Ich bin niedergeschlagen. Ich bin niedergeschlagen, znači, ich bin depressiv. Depresivan sam. Ich bin niedergeschlagen. Ili možemo reći ich habe schlechte Laune. Znači o raspoloženju. Kad pričamo da smo neraspoloženi, ich bin niedergeschlagen. Ich habe schlechte Laune. Ili ich bin schlecht gelaunt. Dakle, was ist los? Ich bin niedergeschlagen. Ich habe schlechte Laune. Ich bin schlecht gelaunt. Er spinnt. Er spinnt. Er ist verrückt. Ja. Also, er spinnt. Znači, spinnen je, opetati se, ali, was ist mit dir los? Du spinnst. Ti si lud. Spinnst du? Jesi lud? Može i tako. Spinnst du? U pitanju da bude spinnst du. U značenju bist du verrückt. Was machst du? Spinnst du? Ja, er spinnt. Er ist verrückt. Mir reicht's. Mir reicht's. Dosta mi je. Mir reicht es. Mir reicht's. Dosta mi je. Ich habe die Nase voll. Može i tako. Znači, pun mi je nos. Ich habe die Nase voll. Mir reicht es. Mir reicht's. Dosta mi je. Ich bin es satt. Sitzam. Ich bin es satt. Mir reicht's. Er ist ein Angsthase. Er ist ein Angsthase. Hoće da kaže da je on kukavica. Angsthase kukavica. Er ist ein Angsthase. Das ist mir egal. Das ist mir egal. To je meni sasvim se jedno. Das ist mir
Egal. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Guck mal, šaljivo. Ali hoće da kaže, svemu dođe kraj. Znači, sve ima svoj kraj. Jedan. A samo Wurst ima dva. Dva kraja. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Dakle, svemu dođe kraj. Sve se završi u nekom trenutku. Durch dick und dünn gehen. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Znači, i u dobro i u zlo. I biti sa nekim ili ići sa nekim i kroz dobra i loša vremena. Znači, durch dick und dünn. Durch dick und dünn. I u dobro i u zlo. Er hat einen Kater, also gestern hat er zu viel getrunken und heute hat er einen Kater. Er hat Kopfschmerzen. Er hat einen Kater. Znači, Kater je kad je neko ima mamurluk. Er hat einen Kater. Ich bin nicht von gestern. Ich bin nicht von gestern. Nisam ti ja od juče, tako mi kažem. Znači, ich habe viel Erfahrung in diesem Bereich. Imam ja iskustva u ovoj oblasti. Ich bin nicht von gestern. Ich bin nicht von gestern. A sa gestern imamo, das ist Schnee von gestern. Još jedno. To je sneg od juče, znači to je već stara vest. To svi znaju. Das ist Schnee von gestern. To je već staro, to svi znaju. A ich bin nicht von gestern, nisam od juče. Deine Idee ist total bescheuert. U smislu opet verrückt. Oda dum. Znači, tvoja ideja je totalno luda i glupa i nema smisla nikakvog. Deine Idee ist total bescheuert. Bescheuert. Leichter gesagt als getan. Leichter gesagt als getan. Dakle, lakše je naravno reći nego uraditi. Leichter gesagt als getan. Tun. Uraditi, getan, sagen, reći, gesagt, particip. Morgen Stund hat Gold im Mund. Morgen Stund, bukvalno jutarnji sati, Morgen Stunde, ima Gold im Mund, ima zlato u ustima, hoće da kaže, ko rano rani dve sreće grabi, ili ko rano ustane, dakle, može mnogo više da radi. Morgen Stund hat Gold im Mund. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Du kannst so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Znači, tako ubijaš dve muve jednim udarcem. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wie ein Wille ist. Wo? Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Isto je interesantno, znači gde ima volje i želje da se nešto uradi, tu će se i pronaći način da se to uradi. Dakle, stvarno, ako zaista želiš, onda ćeš i uspeti. Tako pričaju makar. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Znači, der Wille je volja, der Wille, der Weg je put. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. To je kao neki muzik. O Bože. Oh mein Gott. Ach du liebe Zeit. Zus. Er geht mir auf die Nerven. Očigledno što znači. Er geht mir. Ide meni na nerve. Er geht mir auf die Nerven. Ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe nur Bahnhof. Ništa ne razumem. Ich spreche kein Deutsch. Ich verstehe nur Bahnhof. Razumem samo što znači Bahnhof i to je to. Znači, ne razumem. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nur Bahnhof. Kinderspiel. Oh, das ist Kinderspiel. Kao što na engleskom kažemo piece of cake. Znači, a mi kažemo prosto ko pasulj. E, to je Kinderspiel. Znači, kad hoćete da je neko nešto, wie hast du das gemacht? Kako si to uradio? Aha, Kinderspiel. Ma, dečija igra, Kinderspiel.
Walk in the Park. Kinderspiel. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Fassen ovde u značenju shvatiti ili verovati. Ko, ich glaube es nicht. Ich fasse es nicht. Ne mogu da verujem. Ich kann es nicht glauben. Ich fasse es nicht. Wie schön, Sie wiederzusehen. Normalne izraze. Svakodnevne. Wie schön, Sie wiederzusehen. Kako je lepo opet vas videti. To koristite svaki dan. Čim nekog vidite, kažete mu Wie schön, Sie wiederzusehen. Ich bin geschäftlich hier. Ich bin geschäftlich hier. Was machen Sie hier? Ich bin geschäftlich hier. Šta radite ovde? Ovde sam poslovno. Ich bin geschäftlich hier. Wir machen Urlaub hier. Mi smo ovde na odmoru. Wir machen Urlaub hier. Was machen Sie hier? Sind Sie geschäftlich hier? Nein, wir machen Urlaub hier. Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Ili, was sind Sie von Beruf? Znači, čime se bavite? Was machen Sie beruflich? Oder was sind Sie von Beruf? Beruf, čime se bavite? Ili, was ist Ihr Beruf? Koja je vaše zanimanje? Was machst du beruflich? Čime se baviš? Was machst du beruflich? I onda kažemo, ne odgovarajte ich mache, nego kažete ich bin. To je to. Ich bin Lehrerin. Ili možemo odgovoriti sa ich arbeite als Lehrerin. Ili was machst du beruflich? Ich bin Lehrerin, ich arbeite als Lehrerin. Ich arbeite in einer Schule und so weiter. Ich unterrichte, predajem. Znači, ne kažete ich mache, nego neki drugi glagol. Ich bin ili ich arbeite. Ich bin zurzeit arbeitslos. Znači, was machen Sie beruflich? Ich habe als Lehrerin gearbeitet. Früher habe ich als Lehrerin gearbeitet, aber zurzeit bin ich arbeitslos. Znači, trenutno sam nezaposlen. Ich bin zurzeit arbeitslos. I možemo reći im moment, im Augenblick suche ich eine neue Stelle. I tražim novo mesto. Ich bin zurzeit arbeitslos und ich moment, im Moment, im Augenblick suche ich eine neue Stelle. Ich bin ein Freund von Anna oder ich bin eine Freundin von Anna. Znači, kad se predstavljamo, možemo reći ja sam Anin prijatelj, odnosno ja sam Anina prijateljica. Ich bin ein Freund von Anna, odnosno ich bin eine Freundin von Anna. Na pitanje, wer sind Sie? Oder wer bist du? Ko si ti? Wie geht es Ihnen? Gut, danke und Ihnen. Ili wie geht es dir? Gut, danke und dir. Znači, wie geht es Ihnen? Kako ste? Wie geht es dir? Kako si ti? Gut, danke und Ihnen? Dobro, a vi? Gut, danke und dir? Dobro, a ti? Woher kommen Sie? Odakle dolazite? Woher kommen Sie? Odnosno, woher kommst du? Odakle si si? Woher kommst du? Wie geht es deiner Familie? Kako je tvoja porodica? Wie geht es deiner Familie? Wie geht es deinem Freund? Muški rod. Ženski deiner. Wie geht es deiner Schwester? Wie geht es deiner Schwester, deiner Familie? Oder wie geht es deinem Freund? Wie geht es deinem Vater? Bitte, setzen Sie sich. Sedite, molim vas. Bitte, setzen Sie sich. Ili bitte, nehmen Sie Platz. Također. Sedite. A, ako ne persiramo, kažemo samo setz dich. Sedi. Nimm Platz. Setz dich. Nimm Platz. Sedi. Bitte setzen Sie sich. Bitte nehmen Sie Platz. Molim vas. Sedite.
Wischen Sie kennenzulernen. Wischen Sie kennenzulernen oder wischen dich kennenzulernen. Natürlich, darum müssen wir so sagen. Was für ein angenehmes Essen. Odnosno Abendessen. Kakva prijatna večera. Was für ein Kakva. Možemo staviti odozvučnik. Was für ein angenehmes Abendessen. Was für ein angenehmer Tag. Kako prijatan dan. Was für eine schöne Frau. Kako lepa žena. Was für ein schönes Geschenk. Kako lep poklon. Znači, was für ein. Kada se iznenadimo i kažemo kako je nešto lepo. Besuchen Sie uns. Posjetite nas. Besuchen Sie uns. Ok, wir werden Sie gerne besuchen. Rado ćemo vas posjetiti. Wir werden, odnosno wir würden Sie gerne besuchen. Mi bismo vas rado posjetili. Wir würden Sie gerne besuchen oder wir werden Sie gerne besuchen. Rado ćemo vas posjetiti. Wie lautet Ihre Adresse oder wie lautet deine E-Mail-Adresse? Znači, kako glasi vaša adresa, kako glasi tvoja E-Mail-Adresse? Wie lautet Ihre Adresse? Wie lautet deine E-Mail-Adresse? Hier ist meine Handynummer. Evo mog broja telefona. Hier ist meine Handynummer. Spricht hier jemand Englisch? Spricht hier jemand Englisch? Da li ovde neko govori engleski? Spricht hier jemand Englisch? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Govori malo nemački. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ich spreche nicht sehr gut Deutsch. Ne govorim dobro nemački. Ich spreche nicht sehr gut Deutsch. Verstanden. Razumeo. Verstanden. Ich verstehe das nicht. Ja, ne razumem. Ich verstehe das nicht. Können Sie mich verstehen? Možete li vi mene da razumete? Können Sie mich verstehen? Verstanden. Ich verstehe das nicht. Können Sie mich verstehen? Bitte, wiederholen Sie das. Molim vas, ponovite to. Bitte, wiederholen Sie das. Ponovite. Bitte sprechen Sie langsamer. Molim vas, govorite sporije. Bitte sprechen Sie langsamer. Können Sie das bitte aufschreiben? Da li biste to, molim vas, mogli da zapišete? Können Sie das bitte aufschreiben? Wie sagt man das auf Deutsch? Oda wie heißt das auf Deutsch? Znači kako se to kaže, kako se to zove na nemačkom. Wie sagt man das auf Deutsch? Oda wie heißt das auf Deutsch? Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Können Sie mir sagen, wie man das auf Deutsch sagt? Oda wie das auf Deutsch heißt? Vielleicht. Možda, vielleicht. Wie bitte? Kako molim? Ich habe nicht gut verstanden. Wie bitte? Entschuldigen Sie bitte. Izvinite, molim vas. Entschuldigen Sie bitte. Es tut mir leid. Žao mi je. Es tut mir leid. Unglaublich. Neverovatno. Unglaublich. Kann ich Ihnen helfen? Mogu li vam pomoći? Kann ich Ihnen helfen? Ich bin in Eile, in der Eile. U žurbi sam. Ich bin in der Eile. Ich bin spät dran. Kasnim. Ich bin spät dran. Ich habe Hunger. Gladan sam. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Žedan sam. Ich habe Durst. Ich bin müde. Umoran sam. Ich bin müde. Was ist los? Šta se dešava? Was ist los? Es ist schon in Ordnung. U redu je. Es ist schon in Ordnung. Ich weiß es nicht. Jer ovde možemo reći es ist unter Kontrolle.
Ali se isto unutar kontrola. Es ist schon in Ordnung, alles ist unter Kontrolle. Ich weiß es nicht. Nesnam, ich weiß es nicht. Das ist alles. So ist es. Das ist alles. Schon gut. Uredue, kein Problem. Schon gut, kein Problem. Es ist nichts Ernstes. Nicht Ausbildung. Es ist nichts Ernstes. Es ist spät. Kasne. Es ist spät. Es ist früh. Ranne. Es ist früh. Passen Sie auf. Pasite. Passen Sie auf. Ili. Seien Sie vorsichtig. Budite pažljivi. Passen Sie auf. Seien Sie vorsichtig. Hör zu, slušaj me, hör zu. Ili pass auf, pazi. Pass auf. Wie sieht er aus? Kako on izgleda? Wie sieht er aus? Kannst du es beschreiben? Možeš li to da opišeš? Kannst du es beschreiben? Ich kann mein Hotel nicht finden. Ne mogu da nađem hotel. Ich kann mein Hotel nicht finden. Hast du es gesehen? Da ist das Video. Hast du es gesehen? Ich habe es vergessen. Ja, sind das ich habe es vergessen. Ich habe den Zug verpasst. Propustier sam was. Ich habe den Zug verpasst. Mein Handy ist kaputt. Telefon mir pokvaren. Mein Handy ist kaputt. Wo kann ich es reparieren lassen? Gde mogu da ga popravim, da ostavim da se popravi. Wo kann ich es reparieren lassen? Wie spät ist es? Koliko je sati? Wie spät ist es? Es ist 7 Uhr. 7 je sati. Es ist 7 Uhr. Es ist Mittag. Podne. Es ist Mittag. Es ist Mitternacht. Ponoć. Es ist Mitternacht. Ich arbeite am Montag. Radim u ponedeljak. Ich arbeite am Montag. Mein Termin ist am Freitag. Imam zakazan termin za petak. Mein Termin ist am Freitag. Wann hast du Geburtstag? Kad je rođendan? Wann hast du Geburtstag? Mein Geburtstag ist am 20. Dezember. Moj rođendan je 20. dezembra. Mein Geburtstag ist am 20. Dezember. Wie ist das Wetter? Kakvo je vreme? Wie ist das Wetter heute? Danas? Bei uns ist es sehr kalt. Kod nas je veoma hladno. Bei uns ist es sehr kalt. Es ist sonnig. Sunčano je. Es ist sonnig. Es regnet. Pada kiša. Es regnet. Das Wetter ist schrecklich. Vreme je užasno. Das Wetter ist schrecklich. Ich mag es überhaupt nicht. To mi se uopšte ne dopada. Ich mag es überhaupt nicht. Wo ist die Bank? Die Banka. Wo ist die Bank? Ist es auf dieser Straßenseite? Na ovoj strani ulice. Ist es auf dieser Straßenseite? Es ist an der Ecke. Na uglu je. Es ist an der Ecke. Kann ich eine Online-Reservierung machen? Mogli online da reservischem? Kann ich eine Online-Reservierung machen? Ich möchte ein Auto mieten. Želio bih da iznajmim Auto. Ich möchte ein Auto mieten. Wo ist die nächste Tankstelle? Gde je sljedeća, prva sljedeća pumpa? Wo ist die nächste Tankstelle? Kannst du hier bitte halten? Možeš li molim te da staneš ovde? Kannst du hier bitte halten? Ich will heute mit dem Fahrrad fahren. Danas želim da idem biciklom.
Ich will heute mit dem Fahrrad fahren. Ich möchte dein Fahrrad leihen. Soll wieder posen mit dem Zweibezirkel. Ich möchte dein Fahrrad leihen. Und wie lange dauert die Fahrt? Koliko dugo traje putovanje? Wie lange dauert die Fahrt? Ist das ein gutes Restaurant? Da li to dobro restoran. Ist das ein gutes Restaurant? Was empfehlen Sie? Što vi preporučujete? Was empfehlen Sie? Ist das Trinkgeld einbegriffen? Da li je bakšiš uključen u cijenu? Ist das Trinkgeld einbegriffen? Ich möchte Geld wechseln. Želim da zamenim novac. Ich möchte Geld wechseln. Ich möchte Geld abheben. Želim da podignem novac. Ich möchte Geld abheben. Wie viel kostet das? Koliko to košta? Wie viel kostet das? Ich möchte einen Blumenstrauß kaufen. Želim da kupim buket cveća. Ich möchte einen Blumenstrauß kaufen. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Želio bih da zakažem jedan termin. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Haben Sie Gerichte zum Mitnehmen? Imate li hranu za poneti? Haben Sie Gerichte zum Mitnehmen? Guten Morgen. Dobro jutro. Guten Tag. Dobar dan. Guten Abend. Dobro večer. Gute Nacht. Laku noć. Auf Wiedersehen. Doviđenja. Ćus. Ćao. Bis bald. Vidimo se uskoro. Bis später. Vidimo se kasnije. Bis morgen. Vidimo se sutra. Schönen Tag noch. Lep dan vam želim. Schönen Tag noch.